Hallo und herzlich willkommen zurück zu Absu. In der letzten Episode haben wir es schon mal geschafft, dass zumindest ein Stückchen von der Tür hier aktiviert wird. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein zweites Ding hinkriegen. Und was ist da unten? Ist da nur eine Muschel oder was? Halt. Habe ich da eine Muschel übersehen? Nee. Alles gut, das hatten wir schon. Ey, das ist ja cool. Guckt euch das mal an. Der hat Angst vor uns und dann geht er wieder zurück in seine Vase. Cool. Das ist übrigens tatsächlich sogar eine Methode, sie zu fangen. Die werfen Vasen raus und dann wohnt da so ein Ding drin und dann wird die irgendwann eingesammelt und gegessen. Schon fies, ne? So, wir müssen dem Ding jetzt hier immer irgendwie folgen. Und ah, da hinten geht's lang. So. Mach doch mal die Tür auf, meine Freunde. Und da ist auch schon der nächste Motor. Und wir haben trotzdem nur eine... Ich finde das schade, dass wir nur eine Muschel gefunden haben. Ich muss unbedingt nachgucken, ob ich Absu mit dem Soundtrack dazu habe. Den würde ich mir tatsächlich gerne gönnen. Der ist richtig gut. Was, wenn die nächste Muschel quasi da drüben ist? Könnte ja sein. Dann hätte ich doch nicht alle übersehen. Ich möchte mich noch einmal kurz von der Seekuh ver... Ich sagte von der Seekuh. Irgendwie hast du so eine Affinität zu Haien, oder? Seekuh. Ja. So, ihr lieben Seekühe. Ich bin nochmal wieder weg. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Gieß dahin. Und tschüss, Sikowski. Was haben wir denn hier unten? Da ist doch noch irgendwas. Ah. Ui. Ich glaube, im Deutschen müsste der Teufelsfisch oder so heißen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann waren die ziemlich giftig. Mit den Stacheln oder so. Da war irgendwas mit dem Gift. Stacheln und Gift. So, sehen wir mal nach oben. Vielleicht ist hier oben so eine Muschel versteckt. Ich schwimme auch wie so ein Betrunkener. Nee. Da ist keine Muschel versteckt.
Gut, wir haben nichts übersehen. Dann weiter hier. Okay. Der ist sehr groß. Der wirkt so, als würde er uns essen wollen. Sehen wir uns mal erst hier oben ein bisschen um. Okay, da geht's jetzt auch nicht weiter. Wo ist er denn, der Hai? Oh ja, das ist ein großer, böser, weißer Hai. Ich glaube, er wird wieder eine unserer Kameras fressen. Wo ist er denn jetzt hin? Auch hier keine Muschel. Oh, da bin ich ja echt gespannt, wie das gleich entblühen wird. Dennoch nur eine Muschel gefunden. Wir sehen uns hier hinten nochmal ein bisschen um. Na, immerhin. Zwei Muscheln, das ist doch schon mal besser als nur eine. Ich weiß gar nicht, wie man dann an die drei rankommt. Nö, ist hier auch nicht. Na, ich wette, dass die andere bestimmt noch irgendwo versteckt war. Und zwar da, wo wir schon längst durch sind. Hm. Mal rein. Und dann geben wir hier wieder was ab. Oh, bin ich gespannt, wie das jetzt erblühen wird.
Alter Falter. Ein Walhai. Gleich mal rankleben. Die sind super awesome. Lassen den Kuchen mal wieder in Ruhe. Und dann flitzen wir mal hier rein. Im Übrigen erinnert mich das immer an diese einen Tore, die im Pergamon-Museum stehen. Deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Und da schau einer an. Wir haben die zwei gefunden und es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich mittendrin eins nicht gefunden und zwar das beim Hai. Ich hätte mich da glaube ich noch mal ein bisschen besser umsehen müssen. Sag mal, treiben wir ab? Wir treiben glaube ich ab. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passieren wird. Wow. Kippen irgendwas rein ins Wasser und dann leuchtet unten so ein Stern. Und die haben lauter kleine Sterne in ihren Amphoren. Und dann am Ende kriegen sie so kleine Sternchen, die sie irgendwo mitnehmen und dann hier reinschütten. Und oh, 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 das Meer erblüht. Also das, was wir quasi jetzt auch machen. Schön. Und dann geben sie also diesen Stern diesem komischen Dingensen. Interessant sind die Größenunterschiede. Die hier sind klein und auf Booten. Der Typ hier ist unglaublich groß. Und im Normalfall zumindest... Ja. Also normalerweise... werden entweder ja, adlige Menschen größer dargestellt als die normalen Leute oder eben Götter. Also kann das sein, dass das hier irgendwie so ein Gott ist. Oder vielleicht auch ein Alien, der angebetet wird. Denn diese Dinger sehen ja nicht unbedingt hier so aus, als wären die von dieser Welt. Naja, auf alle Fälle kriegt der das und dann gibt er das den Dingen hier. Und sorgt dann damit dafür, dass die Welt erblüht. Schön.
das ist ja auch interessant. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Derjenige hier hat auch das Symbol auf der Brust. Das haben die anderen nicht. Das heißt, er könnte auch ein Priester eventuell sein. Priester, Alien, Gott. Je nachdem. Oh, wartet mal. Wir haben dieses Symbol hinten auch drauf auf unserem Taucheranzug. Jetzt fällt mir das erst auf. Faszinierend. Was seid ihr denn für Fische? Kann ich mich an dich rankleben? Natürlich kann ich das. Es ist ein Koelakant. Keine Ahnung, was das sein soll. Habe ich noch nie gehört. Der isst aber sehr viele kleine Fische. Dass sie auch mal alle so hungrig sein müssen. Schon cool. So, dann machen wir hier mal das nächste Ding an. So, hier haben wir also die normale Bevölkerung. Mit einer Prozession. So, ich glaube, die tragen hier diese Altäre mit diesen Muscheln darauf und... Nee, das sind ja keine Muscheln. Na, ihr wisst schon, Korallen. Und die hier hinten haben wahrscheinlich Opfergaben dabei, die sie über den Kopf tragen. Ach, das sind die Amphoren. Natürlich, das sind die Amphoren, in denen die Opfergaben drin sind. Alles klar. Und da gibt es hier diesen großen Wal, denke ich. Die laufen alle zu Ehren dieses großen Wals zu einem Haupttempel. Und hier sind ja die verschiedenen, wahrscheinlich vergötterten Tiere angebracht. Und ganz oben der große Wal. Und hier wieder dieses Nautilus-Dingens. Also ich glaube, es hieß Nautilus. Ich werde das jetzt mal googeln. Also nach der jetzigen Episode. Schon faszinierend. Okidokili. Dann würde ich einfach mal sagen, ich verabschiede mich aus der jetzigen Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Und ciao.